Jo Leute, was geht? Freunde, wir sind heute mal wieder als Baby in Yellow in GTA 5 unterwegs und so wie es aussieht, sind wir gerade in der Schule. Obwohl Baby ist eigentlich viel zu jung für die Schule, muss ich sagen. Heute ist wieder so eine Knochenbrech-Episode in GTA 5, okay? Die Frage ist, Leute, wir haben allerdings gar keine Kräfte als Baby. Wie sollen wir uns da irgendwie einen Knochen brechen? Mission, breche dir einen Knochen zum Upgraden. Ah, okay, also Leute, wir haben auf jeden Fall so eine Mission. Wir müssen uns, Leute, einen Knochen irgendwie brechen, um zur nächsten Stufe upgraden zu können. Dann würde ich sagen, wir probieren das mal und zack. Oha, das ist voll schwer. Ja, komm. Nein, immer noch nicht. Okay, Leute, das ist ein bisschen schwerer. Ich glaube, ich brauche eure Hilfe. Lasst gerne einen Daumen nach unten, dann brechen wir uns einen Knochen in GTA 5. Lasst jetzt gerne ein Like da und vergesst nicht gerne den Kanal zu abonnieren. Wir probieren das Ganze jetzt noch einmal aus, Leute. Let's go. Ich glaube, Baby Nello hat sich irgendwas an der Schulter geholt, weil dieser Waschbecken, das Waschbecken war echt metallisch scharf und sehr, sehr, sehr hart. Okay, Leute, dann haben wir jetzt auf jeden Fall die Mission geschafft. Deswegen würde ich sagen, upgraden wir jetzt auf jeden Fall in die nächste Version vom Dämon Baby in Yellow. In 3, 2, 1 und... Oh mein Gott. Okay, Leute. Wir sind jetzt zu der Dämon-Variante von Baby in Yellow geupgradet. Ihr könnt sehen, Leute, auch in seinem Kopf. Der sieht richtig gefährlich aus. Hat gar nichts mehr mit dem Baby zu tun. Und ich glaube, seine Hände sind sogar auch noch aus kompletten Knochen einfach mal produziert. Und der eine... what the hell? Ey, spannst du gerade die Freundin von dem aus? Das darfst du nicht machen. Oh, okay. Das hat sehr gut funktioniert. Mission, breche alle 206 Knochen zum Upgraden. Okay. So, jetzt sind wir draußen, Leute. Wir haben auf jeden Fall jetzt die speziellen Kräfte, die ihr gerade gesehen habt. Und damit können wir es auf jeden Fall packen, Leute. Deswegen, wir probieren es mal aus. Und zack. Uhuhu. 23, Leute. 23. Okay. Wir müssen mal was probieren. So, dann testen wir es mal, Leute. Wir müssen es irgendwie schaffen, alle 206 Knochen zu brechen. Irgendwie, Leute, irgendwas funktioniert hier nicht. Ich würde gerne nach oben, aber es geht nicht. Es geht nicht. Und zack, ja. Leute, wir fliegen. Wow. Wow. Was passiert hier gerade? Und wir landen gleich, Leute. Wir landen gleich mit der hohen Geschwindigkeit. Und... 121, Leute. 121. Das war ein heftigerer Aufprall, als ich gedacht habe. Und ihr seht gerade, die Zahl resettet nicht. Sie geht nicht nach unten. Okay, Leute, ich glaube, wir werden ihn auf jeden Fall in den Schredder packen. Ich glaube, das wäre eine Möglichkeit. Oder wir können Folgendes probieren, Leute. Wir nehmen natürlich, Leute, unser Mod-Menü, mit dem wir die Gravitation wieder aufs Maximum steigern. So, Sonnengravitation. 3, 2, 1 und let's go. Okay, ich bin gespannt, ob wir noch die Möglichkeit... Oh! Okay, wir kommen nicht vom Fleck, Leute. Ihr seht... Ah, wir haben uns ein paar Knochen gebrochen. Okay, also Leute, ihr seht, es ist schwerer. Es ist schwer, sich oben zu halten. Es funktioniert nicht wirklich. Wir wollen nämlich jetzt die maximale Geschwindigkeit erreichen. So, und jetzt fahren die Autos hier in Ultrageschwindigkeit, Leute. Und ich bin sehr gespannt. Und... Oh mein Gott. Okay, treff uns. Come on. Komm schon. Dann... Boy. Okay, okay, okay. 187. Leute, das kommt schon mal dem näher. Na los. Ach nee, komm schon. Ey, das kann doch nicht sein, dass kein Auto kommt. Ey, wie viel Glück habe ich? Oh, das war... Oh, 190. Da fehlt nicht mehr viel, aber wir kriegen es nicht hin. Wir kriegen es nicht hin. Oh! Oh! Oh mein Gott! Wow! Leute, wir fallen durch die Map durch schon wieder. Okay, Leute, 205. Wir brauchen nur noch einen. Okay, ihr habt es gerade gesehen. Und Leute, ihr seht es gerade. Ihm geht es echt nicht gut. Guckt ihr euch an. 205. Der hat nicht mehr viel. Er besteht jetzt nur noch quasi aus, ja, weiß ich nicht was. Gut, okay, wir probieren es noch einmal, Leute. Wir gehen doch jetzt auf den Golfplatz. So, da ist der Golfplatz. Wir probieren das Ganze nochmal, Leute. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwie hin. Und zack. Oh, okay. Okay, Leute, wir sollten uns jetzt auf jeden Fall upgraden können. Hä? Was steht da unten? Keine Energie mehr? Bitte Performance Booster vorbereiten. Was soll denn das jetzt heißen hier? Okay, Freunde, es gibt ein Geheimrezept, damit wir auf jeden Fall in die letzte Form von Baby in Yellow upgraden können. Damit wir da alles erreichen, Leute, um diese Challenge heute zu schaffen. Und dazu habe ich gerade hier, Leute, auf dem Tisch was vorbereitet. Leute, wir sind nicht stark genug. Wir müssen selber Energie sammeln. Und deswegen mische ich mir jetzt kurz mal was zusammen, Leute. Ich glaube, zwei Löffel sollten reichen. Zumachen, Leute, und schütteln. Keine Sorge, Baby in Yellow. Wir kriegen gleich die Energie, die wir brauchen, zum Upgraden. Ein paar Sekunden. Wird nicht lang dauern. Okay, Leute, ein Schluck und dann sind wir ready. Okay. Okay, Leute, seid ihr bereit jetzt für das Upgrade? Ich fühle mich richtig bereit, deswegen wir upgraden jetzt in 3, 2, 1.
1. Let's go! Leute, wir sind jetzt zur Gott-Variante von Baby in Yellow geupgradet und damit können wir auf jeden Fall die Knochenbrech-Challenge heute schaffen. Und wir probieren das Ganze jetzt noch einmal. Leute, falls ihr euch gerade gefragt habt, was ich mir da gerade zusammengemischt habe, Leute, da kann ich euch auf jeden Fall jetzt meinen neuen Partner vorstellen. Und zwar, Leute, Skill for Fuel. Skill for Fuel, Freunde, ist ein Energy-Booster-Drink, den ihr euch gesamt zusammenmischen könnt, Leute, um ein lecker, fruchtiges Getränk zu haben mit sehr, sehr viel Energie, Leute. Es ist ein koffeinhaltiges Getränk, das euch richtig viel Power gibt und langanhaltende Konzentration. Ihr kennt ja wahrscheinlich die Energy Booster, die im Herkömmlichen produziert werden. Allerdings, Leute, habe ich mich für Skill for Fuel ganz besonders entschieden. Erstens, es schmeckt super lecker, Leute. Ich habe nämlich meine beiden Lieblingsgeschmäcker. Einmal in Eistee Peach, Leute. Kennt ihr diesen Eistee vom Supermarkt? Es schmeckt einfach, wenn du das zusammenmischst, 1:1 wie dieser Eistee. Und es macht wirklich süchtig, kann ich sagen. Und in der Geschmacksvariante Maracuja. Jetzt habt ihr allerdings gesehen, die Verpackungen sehen ein bisschen anders aus. Das liegt nämlich ganz einfach daran, Leute. Die sind nämlich unterschiedlich konzipiert. Denn dieser Energy Booster beinhaltet zwei Koffeinvarianten. Die normale Koffeinvariante, die ihr wahrscheinlich von Kaffee und anderen Boostern kennt, und die sogenannte New Cuff Variante. Die sind in beiden Versionen enthalten und das ist quasi mikroverkapseltes Koffein, das nicht im Magen, Leute, sofort ankommt, sondern erst, wenn es ein bisschen verdaut ist, dann aktiviert wird, was dafür sorgt, dass ihr nicht einen zu krassen Energiepush bekommt, sondern einen gestretchten, Leute, also langanhaltenden Koffeinpush, und das bedeutet, ihr habt mehr Konzentration und seid nicht zu hyperaktiv. Und es ist drinne kein Zucker enthalten. Skill for Fuel bietet verschiedenste Geschmacksrichtungen. Meine allerdings Lieblinge sind natürlich, Leute, Iced Peach und Maracuja. Und zwischen den beiden gibt es ein paar Unterschiede, Leute. Das eine ist der normale Performance Booster und das hier ist der Extreme Booster. Und das ist etwas ganz Neues, Leute. Während der normale Booster ganz gute Performance bietet für ein paar Stunden, Leute, wo ihr super konzentriert, fokussiert und ebenfalls auch fit seid. Das Ganze nutze ich zum Beispiel persönlich, Leute, wenn ich zum Training gehe und für 1 bis 2 Stunden, Leute, richtig Energie brauche, dann trinke ich das wirklich. Und Leute, ich sag's euch, es bringt auf jeden Fall etwas. Wenn man das Ganze getrunken hat, dann ist man wirklich einfach wacher, konzentrierter und auch stärker. Dann trinke ich sehr, sehr gerne diesen Booster. Den Booster allerdings, Leute, den trinke ich, wenn ich wirklich länger anhaltende Power brauche. Wie zum Beispiel, entweder zocke ich bis in die Nacht durch. Ich kann euch sagen, als ich das erste Mal das getrunken habe, dann habe ich, Leute, bis 6 Uhr morgens gezockt. Und ich war nicht einmal müde. Aber es hat sich auch nicht angefühlt, als wäre ich wirklich so auf einem Ultra-Trip oder so. Das war wirklich sehr, sehr angenehm, Leute. Und man war einfach fokussiert. Also ihr kennt das, wenn ihr so einen fokussierten Blick habt. Man hat sich auf nichts anderes konzentriert als aufs Game. Und das fand ich einfach eine krasse Wirkung. Der Extreme Booster bietet noch ein bisschen mehr Koffein, Leute. Und natürlich noch ein bisschen mehr von diesen New Cuff Varianten. Was dafür sorgt, dass dieser Booster doppelt so lang hält. Ihr werdet Skill for Fuel in Zukunft auf jeden Fall, Leute, öfter auf meinem Kanal sehen als mein neuer Partner. Und ich bin sehr überzeugt von dem Produkt. Es würde mich sehr freuen, falls ihr das Ganze auscheckt. Natürlich, Leute, koffeinhaltiges Getränk. Deswegen auf jeden Fall bewusst genießen. Und wenn ihr einen Rabatt haben wollt, gebt doch gerne den Gutscheincode ID10 ein und checkt den Link zum Shop gerne aus. Und ja, Leute, immer wenn ich ein bisschen Energie brauche, dann gönne ich mir Skill for Fuel und checkt deswegen gerne, Leute, Skill for Fuel ab. Und wir machen jetzt weiter mit der Challenge. Okay, Leute, dann würde ich auf jeden Fall sagen, werden wir mal mit der Energie von Skill for Fuel versuchen, das nächste Ziel zu erreichen. Und die Frage ist, was ist jetzt eigentlich unsere Mission? Wie viele Knochen haben wir? Weil, Leute, wir haben jetzt nichts mehr mit einem Menschen zu tun. Ihr seht's ja, wir haben jetzt nur noch Ranken und irgendwelche komischen... Ich weiß nicht, wie viele Knochen haben wir eigentlich? Zähne haben wir noch, aber wir haben nicht viel, Leute. Wir haben wirklich nicht viel. Mission, breche alle 30 Knochen, um zu gewinnen. Leute, wir haben voll viele Knochen verloren. Wir sind einfach jetzt ich sag's euch, wir sind der Demogorgon. Wir bestehen einfach aus so Pflanzensubstanz. Ziemlich wenig Knochen, aber gut. Ich würde sagen, wir probieren das mal und... Leute, wir können fliegen, ey. Das ist krass. Okay, meine Aufgabe ist es, Leute, wir werden mal probieren mit der Monster-Variante, die einfach fliegen kann, Leute. Was für Kräfte sind das, Alter? Ich sag dir, Kräfte mit Skill for Fuel ganz, ganz anders. Die schieben ganz anders. Wir werden versuchen, mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Berg zu fliegen und dann... 1. Nur 1. Okay, also wir haben nur einen Knochen verloren, Leute. Nur einen. Also einer ist gebrochen. Vielleicht ein Zahn. Und das Wetter, Leute, ist auch ziemlich krass geworden. Also, wir bauen jetzt mal ein bisschen Tempo auf, Leute. Ihr seht, wir werden schneller und schneller und schneller und schneller. Und bam! Wow! 9! Nur 9! Okay, da geht aber noch was. Wir machen es, glaube ich, wieder auf die traditionelle Art und Weise. Und zwar gehen wir jetzt in den Schredder hinein. Das ist die Rache, die wir endlich an Baby Yellow machen konnten. Seit langer, langer Zeit. So, wir stehen jetzt, Leute, hier vor dem Schredder. Und dann steigen wir... Du sollst ins Auto einsteigen, nicht das Auto.
Na, herzlichen Glückwunsch. Wir haben alle Autos kaputt gemacht. Können wir da noch rein? Funktioniert? Nein, du sollst es nicht mitnehmen. Was macht der denn? Ey, nicht reinwerfen. Oh mein Gott, wir haben den Traktor, wir haben den Bagger jetzt in den Schredder reingeworfen. Wow, wow, Leute. Okay, wir gehen da jetzt mit rein. Machen jetzt Ragdoll-Modus an, Leute. Wow. What? Leute, ich kann durch die Objekte sehen. Was sind das für Kräfte? Aber wir haben ein paar Knochen geboren, Leute. 14, komm. Weiter, weiter. Ich kann einfach durch den Boden sehen. Oh mein Gott. Okay, Leute. Au, 16. Okay, 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 Leute. Also ich muss sagen, wir haben noch 14 Knochen, die wir zu brechen haben. Ich rede einfach wie dieser eine von Captain aus Madagaskar, Alter. Maurice. Wir möchten jetzt die Knochen brechen, ne? So, da sind die ganzen Autos. Ich probiere mal, Leute, ob wir eine Taktik haben, wie wir das Ganze vielleicht ein bisschen besser machen. Denn, Leute, ich habe eine Theorie. Wir haben ja die Kräfte, dass wir... Wir haben alle Kräfte. Aber ich habe jetzt auch Folgendes herausgefunden. Wir haben zum Beispiel auch die Kräfte hier. Wir können Wind pusten. Vielleicht können wir dadurch die Windräder ein bisschen schneller drehen lassen, um somit noch mehr Schaden hinzuzufügen. Okay, Leute, wir pusten auf die Windräder drauf. Vielleicht werden sie ja schneller, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß nicht, ob die auf Wind funktionieren oder auf einer Kette gebunden sind, aber egal. Wir probieren es, Leute. So, da machen wir einen Tornado. Wir zünden den Tornado. Alter, wow. Wir können einfach einen Tornado machen. Leute, wie cool ist das bitte? Oh mein Gott, der ist zu krass. Aber noch in Topform, ne? Das wollen wir ändern, das wollen wir ändern. So, das Auto nehmen wir mal mit. Können wir das machen? Ich würde gern einsteigen. Ja, okay, so, na los. Okay, komm, wir nehmen das mit. Yo, ich kann einfach mit dem Auto fliegen. Okay, so. Wow, 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 wow. Okay, so, Leute, wir fliegen jetzt. Und wir gehen jetzt rein in den Schredder. Und bam, okay. Jetzt, oh, 17. Komm, weiter. Bam. Zack. 18. Okay, come on. Das kann nicht alles sein. Junge, hör auf, mich so komisch anzugucken. Weil ich steck fest. Hallo. Hallo. Ah, da bin ich wieder. Okay. Okay, das lief noch nicht so perfekt, Leute. Guck mal, was wir hinkriegen. Come on. Komm schon. Zack. 21. Leute, wir haben noch 9 Knochen, die wir brechen müssen. Wir müssen das irgendwie schaffen. Aber ihr seht es an seinem Gang. Guckt ihn euch an. Er bewegt sich schon merkwürdig. Geht's dir nicht gut, Baby in Yellow? Ich glaube, ihm geht's nicht so wirklich gut. Okay, was können wir tun, Leute? Ich weiß es. Wir rufen, Leute, einen Airstrike. Jetzt passt mal auf. Das werden wir nicht überleben. Das werden wir auf gar keinen Fall überleben. Ich drücke jetzt mal hier die Taste, Leute. Erinnert ihr euch noch an die letzte Episode, wo ich diese Bombenflugzeuge gerufen habe? Das Ganze können wir jetzt hier ebenfalls machen und werden das Ganze jetzt an unsere Position senden. Also die kubanischen 800 hierhin bitte senden. Okay, Leute, ich bin gespannt. Noch 9 Knochen müssen wir brechen. Also, wo sind die Flugzeuge? Da sind sie, Leute. Jetzt schießen sie Raketen. Die Bomben werden gezündet. Und jetzt, Leute, jetzt Vorsicht, 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 Vorsicht. Und da los. Da los. Wow, 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 wow. Oh. Wir wurden gar nicht getroffen. Och, Mann. Okay, ich probiere es nochmal. So, ich drücke jetzt noch einmal. Leute, wir warten jetzt nochmal auf die Bomben. Da ist die nächste Ladung. Wir werden nicht aufgeben. Guckt euch mal seinen Mund an. Der leuchtet rot. Warum leuchtet der rot plötzlich? Okay, hier müsste es sein. Ich bin auf der Minimap. Das müsste hier direkt landen. Los! Ey, Alter, was ist das? Es bringt gar nichts. Nichts ist passiert. Wir waren einen Meter daneben. Guck mal, selbst die Feuerwehrfahrzeuge wurden getroffen. Oh, selbst die wurden getroffen. Okay, vielleicht kriegen wir das ja hin, Leute. Vielleicht rufen wir einfach mal die P1 Laser. Okay, ich habe jetzt eine neue, wie nennt man das? Ich habe jetzt auf jeden Fall was Neues gerufen. Die sollten jetzt hier ankommen. Da sind sie schon, Leute. Da sind sie schon. Come on! Ja! Let's go! Hä? Wo sind die Raketen? Ich stand einen Meter daneben. Einen Meter daneben. Das kann nicht sein. Wir probieren es jetzt noch einmal aus. Okay, ich muss einfach die Richtung beobachten, von wo sie kommen. Wenn sie von der Richtung... Wo kommen sie her? Von welcher Richtung kommen sie? Okay, Leute. So, dann gehe ich jetzt hier. Und jetzt, Leute. Macht euch ready. Macht euch ready. Das kommt hier 100% an. 100%. Das ist jetzt ein Witz. Das ist ein Witz. Ja, Feuerwehrmann, du musst jetzt nicht herkommen. Bam. Oh, Leute, das gibt's nicht. Die Bomben treffen uns nicht. Das ist nicht gut. Wir haben aber noch eine andere Möglichkeit, Leute. Wir können noch die Angry Planes rufen. Die werden das finishen.
Die werden das finishen. Oh, der will sich mit mir anlegen. Nur weil ich geschwächt bin. Du willst dich mit mir anlegen. Boom! Okay. Der Laser war aber echt das i-Tüpfelchen, ne? Also das war jetzt nicht notwendig, oder? Okay, Leute, irgendwas müssen wir hinkriegen. So, wir probieren es jetzt. Also, Leute, jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. So, Angry Planes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, Leute, jetzt kommt die größte Armee an Flugzeugen, die ihr jemals gesehen habt. Wow! Oh mein Gott, okay, es funktioniert. 23, 24, 25, 26, 27. Oh mein Gott, ich brenne, ich brenne. Wow, 27. Leute, werden wir das jetzt schaffen? Werden wir es jetzt schaffen? Wir werden sehen. Kommt doch noch Nachschub, Leute. Aber ich kann mich nicht bewegen, ich kann mich nicht mehr bewegen. 28, 29. Komm, oh, Leute, da fehlt nur noch einer. Na los. Ja! Let's go! Oh mein Gott. Leute, wir haben Baby in Yellow zerstört. Wir haben Baby in Yellow komplett zerstört. Ich kann nichts machen hier. Ich kann mich nicht bewegen. Es geht nicht. Es geht nicht. Hier, guck, guck, guck. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Es funktioniert gar nichts. Nichts. Gar nichts funktioniert hier, Leute. Ich probiere. Es geht nichts. Oh mein Gott. Okay, Leute. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Wir haben alle Knochen von Baby in Yellow von allen Upgrade-Stufen bis auf der ersten Stufe gebrochen. Aber Leute, das war auch gar nicht notwendig. Leute, checkt natürlich gerne meinen Partner Skill for Fuel aus. Wie gesagt, mit dem Code ID10 bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Wenn ihr ein bisschen Energie brauchen wollt und einen geilen Geschmack, dann checkt das aus. Und wenn ihr absolute Performance für langanhaltende Wirkung haben wollt, dann checkt, Leute, den Extreme Booster in der Geschmacksvariante eurer Wahl aus. Das sind meine beiden Lieblingsgeschmäcker. Checkt sie gerne aus. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. ID-Zock ist raus. Haut rein, Freunde, und ciao.